Das hast du wirklich gut gemacht. Ich habe ein Talent für Rätsel, besonders dieser Art. Bisher konnte ich noch jedes lösen. Meine Güte, wie wunderbar. Wie sieht denn eigentlich der Spielstand jetzt aus? 73-70? Ja. Cool. Du glaubst mir nicht, oder? Ganz im Gegenteil. Natürlich glaube ich dir nicht. Was? Also ich meine, ich glaube dir natürlich. Jedenfalls ist das hier echt sind das hier echt herrlich, Rosen. Oder? Oder? Absolut, so eine Pracht sieht man nur selten. Schau auf die Blumen, sagte sie. Ja. Jemand hat eine Menge Arbeit investiert, damit wir sie in ihrer hier in ihrer Schönheit genießen können. Reden wir immer noch über die Blumen? Ja. Natürlich. Licht, ein bisschen. Und wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Sie stehen in voller Blüte. Ich hätte sie tatsächlich verpassen können, wenn ich nicht meiner Nase gefolgt wäre. Muss wohl mein Glückstag sein. Umschalten. Umschalten. Schreibt da jemand? Ja. Dein Glückstag? Vergisst du gerade, dass man dich des Diebstahls bezichtigt hat? Du bist schon ein wenig seltsam, Ernest. Seltsam, Miss, bin ich das? Oh. Ding, 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 ding. Es läuft wieder langsam. Aber das macht nichts. Wui. Ich mag das so irgendwie sogar. Halbwegs. Die Rosen in den Beeten des Gressenheller Campus sind prächtig und ihr Duft hat den Neuankömmling Ernest davon abgehalten, das Universitätsgebäude zu betreten. Frechheit. Diese Blumen, die halten einen einfach so davon ab. So, ihn hier? Ja. Hast du die Münze? Ja, habe ich. Ich wollte nur noch gucken, ob irgendwo vielleicht ein Kohlsitz ist. Ja, ja. Ah, das ist wohl einer meiner Kommilitonen da drüben. Geld, Geld, was murmelt er denn Geld, vor sich Geld, hin? Geld, 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 ich will Geld, Geld, Geld. Ach, wie konnte ich das nur so vergeigen? 3 von 10 Punkten. Ach, was für eine miserable Leistung. Aber muss ja niemand wissen. Und das wird auch niemand. Dafür habe ich meine Arbeit zu gut entsorgt. Ach, nächstes Mal sollte ich wirklich lernen. Ach. Dafür habe ich den Professor zu gut entsorgt. Er seufzt immer wieder. Was ihn wohl bedrückt? Gute Frage. Interessiert mich aber nicht. Wir müssen meinen Fall aufklären. Gut, wir haben uns an den Blumen erfreut. Reden wir jetzt weiter darüber, was du getan hast. Wir gehen weiter, nachdem dich der Geruch hierher gelockt hat und du dir die Blumen ein wenig... Ich glaube, der Typ hat... Der Typ hat versehentlich nicht seine Arbeit entsorgt, nee, sondern was anderes. Doch. Das wäre zu offensichtlich. Doch. Oder irgendwas hat es mit ihm zu tun. Oh, also, dann bin ich ein bisschen näher an die Blumen herangegangen und, Ja, du bist ein wenig näher herangegangen, so in etwa. Vorsicht, Miss! Was denn? Ich komme gleich von hinten. Geh nicht näher ran, das ist gefährlich, da liegt Ziegenmist am Boden. Ziegenmist? Puh, das war echt knapp. Was wäre ich hineingetreten? Ja, ich bin vorhin hineingetreten. Oh nein! Oh ja! Du bist echt ein Pechvogel, was? Was macht dieser Ziegenmist hier eigentlich? Du musst wissen, dass wir hier Ziegen auf dem Campus halten. Ein Stückchen weiter steht ein kleiner Ziegenstall. Die Ziege hat nämlich die Papiere gefressen. Hm. Du kennst dich hier aber hervorragend aus für jemanden, der seinen ersten Tag hat. Und der Typ hat seine Arbeit auch in der Ziege entsorgt. Das liegt daran, dass ich nach einem Ort gesucht habe, an dem ich meinen Schuh waschen konnte, nachdem ich in den Mist getreten war. Da kam ich zum Ziegenstall. Ah, dann bist du also als nächstes gegangen hier. Du wolltest wirklich um jeden Preis vermeiden, dass das Universitätsgebäude zu betreten, was? Ich bin ein schlechter Student. Also komm mit, gehen wir zu diesem Ziegenstall. Mein sprichwörtliches Pech hatte mich in einen Haufen Ziegenmist treten lassen.
Wortwörtlich, nicht nur metaphorisch. Ja. War das wirklich relevant für Miss Laytons Ermittlungen? Ich konnte meine Zweifel nicht verbergen, führte sie aber dennoch zum Ziegenstall. Und hier ist meine Frau. So. Er hat es der Ziege in... Okay, nein. Ja. Oh Gott. Die Ziege würde ich aber auch nicht. Und da sind wir schon, Miss. Das ist der Ziegenstall. Oh, die haben hier tatsächlich Ziegen. Hör nur, wie sie meckern. Wie putzig. Ist das jetzt ein Billy? Show? Gibt es Billy auch als Mädchennamen? Billy ist ein Jungenname. Oh, hallo? Nein! Aber die zieht Ziegen auf. Oh, hallo, Sie sind doch der Neue mit dem Mist am Schuh, oder? Haben Sie ihn sauber bekommen? Ja, danke. Sie haben ihn mich hier abwaschen lassen und mir so jede Menge Peinlichkeiten erspart. Hallo, ich bin Catriel. Sie kümmern sich hier um die Ziegen, ja? Hallöchen, ich bin Billy. Ja, ganz recht. Ich meine, ich studiere hier an der Uni, aber diese Ziegen hängen mit meinem Studium zusammen. Ich erforsche nämlich das Verhalten von Ziegen. Ah, deshalb gibt es also Ziegen am Campus. Warum soll ich denen in Plattdeutsch sprechen? Eigentlich müsste ich ja was Schottisches nehmen, aber ich habe keinen schottischen Akzent. Und im Deutschen gibt es den auch, glaube ich, gar nicht so. Gibt es denn... Oder... Wie der Typ von Kerrygold. Okay. Wie aus der Werbung. Ja. Das ist aber ihre. Die haben auch Ziegen. Ja. Hatte Schottland nicht Schafe? Ja. Hier könnte man fast meinen, dass man im Zoo anstatt auf dem Campus ist, nicht wahr? Haha. Ich finde es super. Sie können gerne noch ein wenig hierbleiben, wenn Sie möchten. Hier kann man sich hervorragend entspannen. Danke sehr. Es ist sehr beruhigend, den Tieren so zuzusehen, oder? Was? Findest du es nicht auch sehr beruhigend, Tieren zuzusehen? Ja, besonders Pandas. Beim Dinge tun, die sie normal tun. Ja. Beim Fressen, beim Rum. Tapsen. Ja. Wir haben ja Pandas. Ja, ich weiß. Ja. Also nicht wir, aber. Berlin. Berlin hat Pandas. Meng-meng. Meng-meng. Das macht nicht rum, 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 rum. Das macht einfach nur Ming Ming. Ming Ming. Ja. 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 Als ich vorhin meinen Schuh abgewaschen habe, war ich fast wie in Trance. Ich bin einfach nur da gestanden und habe ihnen ewig zugeschaut. Man denkt nur noch an die Ziege. Was denn? Zweites. Als ich wollte meinen Schuh abge... Achso, das war's. Du bist... Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie vergisst man dabei alles andere um sich herum. Oh! Was machen wir denn hier? Ich möchte eine Ermittlung durchführen. Meine Güte! Ja, das hatte ich total vergessen. Du führst mich wieder durch die Gegend herum, seit wir hier sind, August. Wenn wir doch nur jemanden mit dem nötigen Riecher hätten, der uns wieder auf den richtigen Pfad bringt. Wuff, wuff! Das bekommen wir schon irgendwie hin. Schauen wir uns weiter um. Was der Oronas aus der Vergangenheit heute Morgen so gemacht hat. Oh, sie reden in der Vergangenheit über den Ernest aus der Vergangenheit. Ja. Also in einer Rückblende. Ja. Oh Mann. So, erstmal hat sie in kein Rätsel. Okay.
Ich denke, sie hat kein Rätsel, weil wir haben mit ihr ja geredet. Aber sollen wir nochmal? Können wir gleich nochmal, aber erstmal Wasser trinken. Eine große Gabel. Vermutlich für die Ziegen. Ja, Ziegen benutzen kein Besteck. Da oben ist ja eine Ziege. In der, beim Dach. Welches Dach? Von dem Stall vorne. Die Ziege hat ein Rätsel. Warte, warte, warte. Welches, wo? Da oben. Da. Ja. Und ich hatte gerade... oben hat... Ich hatte hier noch gerade was. Ach, das, ist nur zum Lesen. Bla, 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 bla. Die Ziege oben. Hat... Nein, oben. Die hat ein Rätsel? Ja. Oh. Es fehlt aber, glaube ich, noch irgendwo eine Münze. Ja. Schau, Miss Layton, da oben, auf dem kleinen Turm. Ja, echt possierlich, wie Ziegen so herumklettern, was? Das Wort sagt dir schon was. Possierlich. Ja, gut. Oh, ich meinte nicht die Ziege. Da oben versteckt sich ein Rätsel. Siehst du es? Wirklich? Wie passierend. Was ist denn hier? Dann lest mir's doch mal. Ja. Und hat noch. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich weiß, das war nur ein Anliegen. Auseinander, ihr Schafe! Boah. Aha! Von hier, wir haben hier 9 Schafe, die sich nicht vertragen. Noch nicht machen. Wenn sie merken, dass sie in einem Abstand von nur 2 Feldern zueinander sind, vertikal oder horizontal, fangen sie Streit an. Zum Glück streiten sie nicht, wenn sie diagonal zueinander sind oder ein Felsen sie trennt. Kannst du sie so stellen, dass sie sich nicht streiten? Schiebe sie, um sie zu bewegen, und platziere sie dort, wo sie am besten aufgehoben sind. Okay. Bin auf? Nee, bin ich. Aber jetzt, das ist doch einfach gewesen, oder? Ja. Aber ich war nicht so schnell mit dem Schieben wie du. Weil... Nein? Warum? Wer hat, welche Ziegen haben sich, welche Schafe haben sich, ah, die beiden. Oh, dann habe ich das, ja, ja, ich muss eins noch ein Stück. Na, weil du schon fertig gemacht hast, muss ich auch ganz schnell sein. Manu. So, jetzt sind sie richtig. Ist doch easy. Ja. Weiß ich, wie man das löst. Jetzt weiß. Siehst du, bei mir läuft alles langsamer. Das heißt, ich habe einen Nachteil. Okay. Aber ich hatte es ja jetzt falsch. Das heißt, du kriegst den Punkt. Du kriegst den Punkt. Du kriegst den Punkt. Nimm den Punkt! Muss mich nicht anschreien. Nimm bitte den Punkt. Okay. Sonst schreie ich nochmal. Du solltest unter die Schäfer gehen. Die Stimmung auf der Farm ist jetzt ruhig und entspannt. Auch die Schafe scheinen glücklich zu sein. Die Nähe der Felsen scheint eine besänftigende Wirkung auf sie zu haben. Übrigens, ich glaube, das ist das Let's Play mit den meisten falschen Antworten. Weil wir halt so einen Wettbewerb draus machen. Und weil da scheiß Rätsel sind. Nee, eher weil es ein Wettbewerb ist. Auch weil es scheiß Rätsel sind. Eher weil es ein Wettbewerb ist. Scheiß Rätsel. Wettbewerb. Mit scheiß Rätseln.